Ja, die Zauberflöte ist schon eine sehr bekannte Oper und auch die Inszenierung heute, die gleich schon beginnt, direkt hinter mir im Kreuzhof des Klosters Neuzell, ist ziemlich klassisch aufgebaut. Das hat die Regisseurin aber nicht daran gehindert, auch ein paar eigene Elemente mit einfließen zu lassen. Das verrät schon der Blick auf die Kostüme und die konnten wir schon bei den Hauptproben bestaunen. Das Stück erzählt die Geschichte der schönen Pamina, die von dem bösen Priester Sarastro entführt wird. Ihre trauernde Mutter schickt einen verliebten Prinzen nach ihr. Als dieser um seine Angebetete kämpft, erkennt Sarastro die wahre Liebe des jungen Paares und lässt sie laufen. In der klassischen Variante werden am Ende die Bösen noch gut und die Guten böse. Doch nicht so in dieser Aufführung. Ich denke, dass die aktuelle politische Lage auch so ist, dass es mit Gut und Böse ist, ist sehr schwierig. Und es wird eigentlich immer schlimmer, dass man sofort in eine Ecke gestellt wird, in eine Schublade gesteckt. Und das wollen wir eben gerade auch nicht zeigen. Es sind alles Menschen. Es gibt kein Gut und Böse. Es ist eine Frage der Perspektive in dem Fall. Und jeder muss seine eigene Moral befragen. Unterschiede gibt es nicht nur inhaltlich. Statt wie bei Mozart stehen in Neuzelle nicht rund 20, sondern nur 11 Sänger und Sängerinnen auf der Bühne. Und die Sängerinnen und Sänger sind wie in jedem Jahr bei der Oper Oder Spree aus der ganzen Welt. Das Publikum heute hier ist zum größten Teil aus Brandenburg und macht es sich hier noch auf dem Vorplatz des Klosters Neuzell ein bisschen gemütlich und stimmt sich ein mit Wein und ein bisschen was zu essen. Jetzt ist es ja für die Oper Oder Spree sehr typisch, dass die Schauspieler oder die Sänger noch sehr, sehr jung sind. Mit welchen Erwartungen gehen Sie denn dann in den heutigen Abend überhaupt rein? Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Das macht ja nichts. Jung muss nicht schlecht sein. Ist denn das erste Mal, dass Sie heute hier sind? Ja, wir waren schon mal hier und es hat uns sehr gut gefallen. Vor allen Dingen das Ambiente ist wunderbar auf dem Klosterhof. Also wir sind eigentlich begeistert. Okay. Und wie sieht es aus, wären Sie heute Abend auch gekommen, wenn zum Beispiel ein ganz unbekanntes Stück gezeigt werden würde? Ich denke ja, denn es ist wirklich spannend zu sehen, was junge Menschen wochenlang proben. Und was sie dann hier heute Abend zum Besten geben. Und darauf sind wir sehr gespannt. Super, dann vielen Dank und einen ganz schönen Abend heute. Ja, die Ausstellung hier, die Aufführung hier in Neuzelle, die sind bereits bis Sonntag schon ausverkauft. Es wird aber noch mal gezeigt, die Oper hier in Neuzelle, vom 11. bis zum 13. Juli und am 18. und 19. Juli noch mal auf der Burg in Beeskow. Ja, vielen Dank, Monika. Und man sieht...